herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 Meets Reality. Auf unserer eigenen Roleplay-Karte Grünfelder Land, wer das noch nicht weiß. Der kann gerne mal auch die ganze Playlist durchscrollen, reingucken, was wir schon alles gemacht haben. Wir befinden uns jetzt bei Folge 194, glaube ich, auf der Grünfelder Land, falls ich mich jetzt nicht vor, oder 195. Falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und ja, läuft, würde ich sagen. Die Karte kommt generell gut an bei den Spielern. Das freut uns natürlich sehr. Hier auf dem RP geht es auch immer weiter voran. Man verdient mehr oder weniger Geld. Meistens eher weniger, wie das, was man bräuchte. Aber mühsam ändert sich das Eichhörnchen, ne? Ich bin ja Mohn ansehen. Ich hoffe, dass ich das Feld heute Abend noch fertig kriege. Wenn nicht, also... Doch, ich hoffe, dass ich es fertig kriege. Und dann... Folge Varuna, hallo? Hallo Varuna! Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, war die 27. Ja. Vor über einer Stunde habe ich um Rückruf gebeten. Ja, das hat mir der Charlie erst jetzt gesagt. Ja. Weil ich gerade erst vom Getreide wegfahren zurück bin. Ja, gut. Es tut mir jetzt echt leid. Ja, und mir auch. Sie wissen ja, Mobilfunk noch ist. Bei der EU ist ja so ein Funkloch. Hm. Kann man Nachrichten nicht lesen. Aber sag dir, du würdest ja sicherlich was von mir. Ja. Sonst würdest du ja nicht anrufen. Wo drückt der Schuh? Du hast angerufen. Ja, aber ich sollte dich rückrufen. Ja. Ja, was brauchst du denn? Oder? Weiß nicht, hab ich vergessen. Ach so. Ja, siehst du? Doch ein bisschen doof, dass es so spät wurde. Mal, lass mich mal überlegen, was war denn das nochmal? Ja, Vor allem war das irgendwas, was ich nicht mit einem neuen Mitarbeiter besprechen konnte. Ja, da vorne steht einer auf dem Feld. Ne? Dann ging es wahrscheinlich um vielleicht einen Gerätekauf oder... sowas. Um irgendwas mit der Stadt. Ja, wer steht denn da? Da blinkt irgendwas. Da läuft einer rum. Moment. Muss mal auflegen. Da steht ja einer rum. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo? Wie sind das? Hallo? Irgendwas mit dir passiert, eher? Ich hab Verkehrsunfall wegen dem Hirsch. Das ist aber schlecht eingeparkt. Ja, voll gegen den Baum. Aber laufen geht noch. Ja, nur halt schmerzhaft. Jo, dann setz dich mal hin. Heieiei. Kam das Vieh mitten auf einmal von deinem Feld runtergeflogen. Ich sehe halt gerade an, das kann ja natürlich sein. Ja, und dann wollte ich ausweichen und voll gegen den Baum geschippert. Schlecht. Läuft das Ding noch? Weiß ich nicht. Das ist ein Diesel, oder? Ja. Warte mal, ich lass mal vorglühen. So. Na, ist gut nochmal.
Auch schon die Feuerwehr alarmiert, nur ich weiß nicht, wann die kommt. Ja. Kann ja sein, dass da Kühlflüssigkeiten oder so auslaufen. Ja, es geht noch. Ich glaube, die Birke, die war noch relativ jung. Sieht gut aus. Aber hier, das Kabel von der Batterie ist ein bisschen runtergesprungen. Deshalb funktioniert es vielleicht nicht so ganz. Ja. Was ist denn dein Ersatzwerkzeug? Dein. Scheiße, habe ich auf dem Hof gelassen. Ah, ich guck mal gerade im Traktor. Bleib sitzen. Mensch, ich wollte hier fertig ansehen, Mensch. So, hier, Schlitzschraubenzieher. Ne, warte mal. Ich nehme noch eine Nuss hier, eine Rätsche. Ah, ja, hier. So, da bin ich wieder. Alles gut? Ja. Brauchst du was zu trinken? Ja, bitte. Bisschen Wasser. Hast du was im Auto? Ich glaub schon. Meiner Nichte noch. Na ja, hier, mittel schwach. Hier, bitte. Danke. So, warte mal. Diese. Ist der Volker bei Ihnen? Ja, hier. Was los? Ich wollte Ihnen sagen, dass es statt 40.000 22, glaube ich, waren. 22.000 in Ihrer Produktion an Wasser. Ja, 40.000 sollten ja auch rein. Ja, so. Ja, der läuft auf jeden Fall wieder. Das war alles. Ja, was kostet das ungefähr? Oh, da werden Sie noch die Rechnung kriegen, weil wir haben gerade überdurchschnittlich viel zu tun und wir haben gerade keine Zeit, die Rechnung zu schreiben. Kaufe ich wieder die Katze im Sack, ne? Naja, sonst sage ich, dass der Herr Neumann Sie nochmal anrufen soll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der soll mich sowieso nochmal anrufen, wegen Kreditrückzahlung. Okay. Ja, ich richte Ihnen das auf. Danke. Tschö. Tschö. So, und? Auto läuft wieder. Wie geht's? Geht so. Läuft gerade irgendwas aus. Ja, ich mach mal nochmal aus. Jo, die Mäuse haben mir die Bremskabel durchgeschnibbelt. Durchgebissen. Wow. Versicherung. Ey, kommt die Feuerwehr heute noch, oder? Weiß ich nicht. Schau nochmal an. Ja, brauchst du die noch? Läuft auf jeden Fall irgendwas Öl auf. Achso, ja, kommst da nicht weg. Ja, na, ich müsste halt weiter ansehen. Ja. Danke dir für die Hilfe. Ja, ich kann ja wohl schlecht jetzt wegrennen, oder? Ja, stimmt, ich ruf dich mal eben an, die Feuerwehr. So eine Scheiße, ey. Krieg ich wegen dem mein Feld nicht angesät. Scheiße, aber auch. Morgen habe ich ein Problem hier mit Ansehen, weil dann fahre ich mir die Frucht wahrscheinlich kaputt. Ja, Volker, ich schicke mir einen vorbei. Ja. Setz dich mal hin und wenn das ist, dann gibst du mir nochmal ein Lichtzeichen. Ja. Gut, ich muss weiterfahren, sorry. Kein Problem. Hier, nimm mal das Walkie-Talkie hier. Jo. Halt. Hörst du mich? Ja. Ah,
sehr gut. Ja, wenn was ist, dann ist so besser. Da hast du wohl recht. Diesel. Folge Varuna, hallo. Hallo Varuna. Ja. Wolltest du noch was? Wegen Kredit, sagte mein Mitarbeiter. Ich hab dir gesagt, du sollst dich melden Ende der Woche. Was ich zurückzahlen soll jetzt. Also warte. Du sollst 6.000 glatt überweisen. Ach komm, hör mal doch auf mit diesen scheiß Pipi-Beträgen. Ey, so krieg ich den Kredit nie abbezahlt. Du kannst auch mehr bezahlen, das ist nur die... Ja, aber ich muss da den anderen Kredit auch abzahlen. Ich kann ja jetzt nicht einfach warten, bis der eine Kredit weg ist, um dann den anderen abzuzahlen. Wenn ich 5 Kredite laufen habe, dann muss ich die gleichzeitig abzahlen. So. Ben. Hallo. Hallo. Warte mal kurz. Da kommt das schon Diesel. Ich mach mal das Funkgerät aus, ne? Jo. Kannst du behalten. Hallo? Hallo? So, jetzt habe ich Ruhe. Der Diesel hat hier, ist hier gegen den Baum gefahren. Ja, habe ich schon mitbekommen. Wie 30.000 willst du 30.000 überweisen? Ich will halt den Kredit auch irgendwann mal abbezahlt haben. Nicht erst nächstes Jahr, weißt du? Ja, dann kannst du ja 30 überweisen. Dann gut, dann weise ich dir morgen 30 an und du über... Ich hätte gerne mal noch eine Auflistung, wie viel ich denn jetzt genau hätte. Ich bin der Meinung, es müssten ja dann so... Es waren 91.000, glaube ich, vom Alten. Also... Nee, 95 waren es. Ohne, dass du jetzt was abgezahlt hast, insgesamt mit den 500er Kredit sind... Insgesamt? Also, insgesamt mit Zinsen sind 63. 600 und 58.000, die du noch zurückzahlen musst. 658. Aber du, ich habe hier noch stehen Altkredit 90.100. Da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich habe mir 95 aufgeschrieben. Weißt du, ich kann es ja nochmal prüfen. Ja, du prüfst immer alles 5-mal und dann ist falsch. Ja, sorry. Ich habe halt auch noch was. Ich habe auch was anderes zu tun, als Kredite auszu... Das ist dein Job, Jung. Ja, blöder Job. Das steht auf meinem Papier. Ja, warte, sag mir jetzt nochmal, was war's? Ja, wegen 5.000 will ich hier jetzt nicht rumhandeln. Warte, ich habe einen Stift da. Sag an. 658.000 insgesamt. 58. Nee, bitte nicht. Machen wir dann. Später. Jo. Gut, dann überweise ich dir morgen. Geld. Jo. Und das andere ist gerade ein bisschen doof. Mhm. Gut. Okay. Also, bis dann. Dank dir. Jo. Tschüss. ...658.000 Kredit. Da ist eine Hausnummer, ey. Dafür muss ich ein bisschen was ansehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel zurückzahle. Dass ich auch immer ein bisschen Geld habe, um Kredit zurückzahlen zu können. Sonst wird es natürlich irgendwann doof mit meiner Liquidität.
gut, gut. Ich glaube, ich schaffe das Feld hier jetzt dann noch. Dann sind wir hier wenigstens schon mal durch. Dann werde ich, denke ich, noch drüben das andere Feld gleich gleich düngen. Dass es soweit auch fertig ist. Vor allem muss ich auch dran denken, das Ernten wird mich noch mal einiges kosten. Das Wasser wird mich einiges kosten. Vielleicht soll ich doch nicht so viel. 25 oder so zurückzahlen nur. Dass ich noch ein bisschen Puffer habe. Weil aktuell sieht es halt doof aus, wenn ich jetzt die Rechnung noch bezahlt habe. Gut, liebe Leute. Aber das klären wir morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und das war jetzt aber ein bisschen doof. Zickzack. Und bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.